Was zur Hölle ist los mit Thomas Tuchel? Es gibt ja schon seit längerem die Gerüchte, dass Tuchel noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten möchte. Allerdings gibt es da jetzt eine crazy Wendung. Und zwar heißt es, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern durchaus bereit sind, Matthijs de Ligt im kommenden Sommer abzugeben. Das wäre ganz, ganz großer Quatsch. Tuchel vertraut nicht in die Fähigkeiten von Matthijs de Ligt am Ball und möchte einen Innenverteidiger, der stärker am Ball ist und das Spiel besser aufbauen kann. Und ich weiß nicht, ob es Thomas Tuchel schon vergessen hat, aber in der letzten Saison war Matthijs de Ligt unser mit Abstand bester und konstantester Spieler. Keine Ahnung, warum er Matthijs de Ligt abgeben sollte, um dann potenziell für eine Summe von ungefähr 70 Millionen Ronald Araujo von Barca zu holen. Ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von de Ligt, aber auch wenn ich nicht so ein großer Fan von de Ligt wäre, ist diese Entscheidung trotzdem absoluter Quatsch.